Warst du schon mal hier? Nein. Ich hatte gehofft, der Elf würde zurückkehren, wie er versprochen hat. Oder wenigstens sein Mündel. Ich habe jedenfalls keine Ahnung, was ich von diesem Ort erwarten soll. Nun, finden wir es raus. Na los! Vella Glan! Alter Falter. So. Wir haben ja eine neue Rüstung. Hihi. Toll. Jetzt haben wir sowas gefunden, ja. Aber wir haben uns ja extra einen anfertigen lassen. Ja, die ist schlechter. Sehr gut. War es ja nicht umsonst. Schwalbe haben wir, Bombe haben wir. Was haben wir eigentlich für einen Sattel? So, wir haben noch gar keine Satteltasche. Ich hätte vorhin welche kaufen müssen. Ja, nee, ist klar. Die wilde Jagd. Was? Phantomreiter? Das heißt, ich dachte, es gäbe sie nicht. Dann richte deinen Blick auf das Nicht-Existente. Sie haben einen Navigator bei sich. Einen was? Kannst du uns auf die andere Seite teleportieren? Ich würde uns lieber nach Hause teleportieren. Willst du denen wirklich folgen? Teleport. Beeil dich. Weiß nicht, ob mir das alles zusagt. Du wolltest mitkommen, jetzt bist du dabei. Folge mir. Verdammte Portale. Ich frag mich, wo Kayra jetzt ist. Zeig mir, was du zu bieten hast. Na komm. Schwarzes Blut. Okay. Muss man ein bisschen orientieren hier. Okay, jetzt sind wir hier. Thank you.
schön umgucken einmal. Nicht vergessen. Keira? Keira. So, da geht's weiter. Scheint. Also. Keira? 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 Okay. Keira? Lilas, geh auf! Lilas! Geralt! Geralt, tu doch was! Sie krabbeln aus diesen Löchern! Wirk ein Zeichen! Wirf Bomben, tu was! Ganz ruhig, das sind nur Ratten. Ich hasse Ratten! Mach sie weg! Hast du solche Angst vor Ratten? Du hättest sie mit einem Zauber vernichten können. Na schön, ich sag nichts. Was ist denn mit dir passiert? Hier ist etwas, was den Teleport verzerrt. Ich weiß nicht, wie die so problemlos auf die andere Seite gekommen sind. Die Teleportmagie der wilden Jagd ist anders. Sie haben speziell ausgebildete Magier dafür. Sie nennen sie Navigatoren. Und wenn sie 3 Steuermänner und einen Papagei haben, das riskiere ich nicht nochmal. Gehen wir. Die wilde Jagd hat ordentlich Vorsprung, aber wir können es noch schaffen. Bist du komplett irre? Wir müssen sofort hier weg. Ich muss herausfinden, was die wilde Jagd hier macht. Aber wir sind gekommen, um den Elfenmagier zu finden, nicht um gegen die Jagd zu kämpfen. Wenn die Jagd ihn zuerst erreicht, können wir nicht mehr mit ihm reden. Außerdem... Sprich doch weiter. Moment. Du hast ein besonderes Interesse an der Jagd. Geht es um Ciri? Da ist was, was du mir nicht gesagt hast, oder? Komm mit mir, dann mach ich's vielleicht. Bist du immer so? Allmählich tun Triss und Yen mir leid. Na gut, lass uns gehen. Vella Glan! Das ist der Elf.
Alrecht war Gladif. Was war das? Eine Illusion? Nein, eine morphotische Projektion. Was für eine Projektion? Sowas wie ein Briefkasten für Magier. Viel sicherer als ein gewöhnlicher Brief, den jeder auf dem Weg zum Adressaten abfangen kann. Die Nachricht war eindeutig für Ciri, Tochter der Möwe, Lara Dorrens Erbin. Tatsächlich. So würden die Elfen Ciri nennen. Aber was war das mit dem Zeichen ihres Schwerts? Ein Rätsel? Ja, aber kein schweres. Nicht, wenn man weiß, dass Ciri ihr Schwert Zirael genannt hat. Schwalbe. Bitte. Wer außer dir sollte das wissen? Das könnte der Punkt sein. Dein Elfenmagier hat die Passage gesichert und so versteckt, dass nur Ciri sie finden konnte. Er sah nicht voraus, dass jemand wie du auftauchen könnte. Trotzdem hat er ungebetene Gäste erwartet, schätze ich, und einige Vorkehrungen getroffen. Hoffen wir, dass die wilde Jagd ein paar Probleme bekommen hat. Na dann mal los. Meinst du, es reicht, den Schwalben zu folgen? Abwarten. Das machen. Ich will mal ganz kurz da nochmal gucken, ob wir nicht was vergessen haben. Nochmal da hinten, da war doch noch ein Eingang. Hier war dann nur irgendwo. Da war doch irgendwo noch ein Gang. Hier sind wir jetzt, hier wären wir ja rausgekommen, eben vorhin. Genau, zack. So, da hinten sind wir. Oh, hier waren wir auch. Ein Weg, oder? So, genau. So, den sind wir jetzt gekommen. Jetzt alle gelaufen, ja. Weiß ich nicht, kann sein. Ein alter Elfenhafen? Sie sind wohl über das Meer gekommen. Wie lange das her sein mag. Vorsicht, dieser ölige gelbe Dampf ist giftig. Ich brauche von dir keine Belehrung. Ich habe die Fuchsmorchel auch so erkannt. Wisimir hat mir mal erzählt, dass er Igni an solchen Pilzen ausprobiert hat, als er es gerade gelernt hat. Ganz schlechter Einfall. Und dann? Tja, er hat's überlegt. Und Wunden heilen bei jungen Hexern im Handumdrehen. Stirb!
gehen. Nun? Eine Schwalbe. Die sind offenbar richtig. Ja, noch ein schönes Schwert. Wir haben jetzt eine krasse Magierin, die uns hilft. Naja, guck, das ist ein Oktopus. Da geht's dann so. Wie ist das Wasser? Erfrischend. Du weißt nicht, was du verpasst. Einfach großartig. Was wir jetzt ja alle neu gekriegt haben. Sehr gut, können wir alles. So, dann können wir jetzt die Schwalbe folgen. Wie die andere Säule mit der Projektion. Sire, mi forte sole seria. Zauber, Zauber. Sire, mi forte sole seria. Einzelne Kelpie. Kelpie? Meint er das Seeungeheuer? Nein. Ciri hat ihre Stute so genannt. Das Pferd konnte offenbar rennen wie ein Dämon. Guter Name für ein Pferd. Sollen wir danach suchen? Vella Glan!
stattdessen. Ich frage mich, was das alles bedeutet. Sie sehen aus, als wären sie hastig mit Kreide hingekritzelt. Da unten ist ein Pferd. Ein Pferdebild. Das muss ein Hinweis für Ciri sein. Kelpie. Noch ein Pferd. Fast genauso wie das letzte. Mal sehen, was jetzt passiert. Geralt, ich weiß nicht, was du gemacht hast, aber es hat funktioniert. Komm wieder her. Schau, sie gehen auf! Cool. Gehen wir. Na, wenigstens weiß ich jetzt, was meine Teleportation gestört hat. Und nun? Gehen wir. Ich glaube, das ist eine Schwalbe. Hat geklappt. Komm. Meinst du, es ist sicher? Natürlich. Vella Glan! Schön, es ist ja so still geworden. Ja. Danke, ist das schlimm? Ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Seid ihr fertig mit Dead Island? Alter, was ist das denn? Ich habe ein mieses Gefühl bei der Sache. Ziraiel nicht erkannt. Eindringlinge zerstören. Bist du bereit? Verdammt. Stirb! Schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Habt ihr ja noch ein bisschen was zu tun. Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Ey, ganz ehrlich. Der braucht nur erscheinen und der kriegt alle aus ihren Klamotten raus. Das ist so krass. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein wird? Was sie sagt? Wie sie aussieht? Nein. Tut mir leid. Ich bin einfach zu schnell. Manchmal vergesse ich, dass wir uns kaum kennen. Jedenfalls nicht genug, um über Persönliches zu reden. Keine Sorge. Das wird nicht. Ist doch schön, dass das Spiel Spaß macht. Ich hatte ja kurz drin geguckt. Kann ich ja. Wie geht's da weiter?
Oha. Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Ja, nee, ist okay. Stirb! Au! Das wirst du bereuen! Genau. Alter! Alter, was? Alter, der hat mir mit einem Schlag 80, also über 80% Leben abgezogen. Läuft bei ihm. Ja, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Villa Glan! Ordentlich fertig gemacht. Das wäre geschafft. Ich wusste, wir schaffen es. Wirklich? Dann sag es mir nächstes Mal doch bitte auch vorher. Meine Intuition ist ein feines Instrument, Hexer. Unterschätzt sie nicht. Was dich angeht, habe ich ein sehr gutes Gefühl. In vielerlei Hinsicht. Wenn du Ciri endlich gefunden hast, was machst du dann? Weißt du das schon? Hängt davon ab, was sie will. Stellst du dir vor, wie es sein... Oha! Was denn? Wieder dieses Gefühl? Und wie? Alter, ey, was ist denn das? Ohne Kira. Macht die was? Da lache ich doch. Ja, habe ich gemerkt. Mit der Pumpe rockst du ja ordentlich da alles weg. Alter Falter, ey. Das hat sich aber gelohnt. Ja, es geht, wa? Ich spiel ja auch auf. Dort ist ein Portal. Wir müssen es schnell aktivieren. Ja. Ich habe das Gefühl, dass uns gleich noch ein Golem überrascht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Schwierigkeit heißt, aber halt sowas wie. Also. Vor Hardcore quasi. Kann ich das jetzt? Noch eine Schwalbe. Schau, es hat geklappt, komm! Also quasi, es gibt ja die Stufe, wo du quasi nach einem Schlag schon stirbst. Schau, wir haben es über die Brücke geschafft. Hier haben genau, wir die wilde Jagd eine. Gesehen. Toll, das heißt, sie haben mächtig Vorsprung. Komm. Genau, und eine Villa Stufe davor Glam. Halt, also ist nicht nur Geschichte erkunden und nicht nur ein bisschen... Definitiv. Sie haben die Wächter des Magiers zerstört. ...bisschen fighten, so sondern ist schon ein bisschen doller. Hattest du das je gedacht? Schon eine Herausforderung, ja.
mir jetzt nicht auf. Haben sie eingefroren, ehe sie angreifen konnten. Nee, das nicht, das nicht. Aber das letzte Mal ist schon eine ganze Weile her, muss ich sagen. Ich habe ja jetzt auch schon ein Vierteljahr nicht mehr gespielt. Oder so. Muss auch erstmal wieder reinkommen. Rein! Das ist schon ein mieser Motherfucker da. Was ist das? Die weiße Kälte. Ein Magier der wilden Jagd hat sie beschworen. Kannst du die Risse verschließen, durch die sie kommt? Zu weit weg. Wir müssen näher ran. Ich schirme uns mit Demetia Crest Zwoge ab. Bleib dicht bei mir. Quatsch nicht, mach. Daria Nanoi! Fertig, bleib bei mir. Na toll. Lass nicht gut sein, dass die eine Lebensbalken hat. Müssen sie schließen! Bekämpft man Feuer! Ich mach's, aber gib mir Deckung! Mann, dann los. Kämpf einfach nur ohne Schwert. Hier, wofür seid ihr denn dabei?
funktioniert. Junge. So macht man. Keira! Was ist los? Geht vorbei. Das hat ganz schön viel Kraft gekostet. Werd mir nicht ohnmächtig. Jetzt? In deiner festen Umarmung? Ausgeschlossen. Ich würde ja gerne sagen, dass wir eine Weile hier bleiben und uns ausruhen können. Ich weiß. Wir müssen weiter. Jo. Sie haben die Passage blockiert. Vielleicht kann ich... Ich mach das schon. Ja, mach du mal. Ich sammle hier noch schnell. Komm, vielleicht holen wir sie noch ein. Ja, entspann dich. Erst wirst du mir hier ohnmächtig und jetzt drängelst du, oder was? Na los! Entspann dich, Junge. Vielen Dank für deine Hilfe. Was für eine Plackerei. Nun? Wie gut, dass ich mitgekommen bin. Hallo. Nun, ohne mich hättest du es niemals geschafft, oder? Gib's endlich zu. Ja, niemals. Nun? Einfach großartig. Also diese Neblinge hasse ich ja wie die Pest, ne? Die sind ja echt anstrengend. Erwartet uns. Hallo. So, ich hab dazu gelernt. Geronimo! So, ich hab alles gefunden. Und dann müssen wir erstmal speichern. Alles normal machen. Ja, komm, Alter. Zieh doch noch eine größere Axt. Ist klar. Wer hat den dickeren? Du bist stur, Deuner. Geralt, soll ich dir helfen? Bleib zurück. Hör auf, mich rumzukommandieren. Hölle! Wenn ihr durchhaltet. Eine Passage. Bleib ruhig. Konzentrier dich. Stirb! Noch
eine Spalte. Damage bei dem. Das wirst du bereuen. Verdammt. Bam. Alles in Ordnung? Ich hatte schon Angst. Unnötigerweise. Sehen wir uns um. Wenn ich mich nicht täusche, sind wir im Labor des Elfen. Alter, gegen die wilde Jagd gekämpft. Hallo. Na schön. Sehen wir uns die Nachricht an. Sirael, dieser Ort ist nicht mehr sicher. Verliere hier keine Zeit. Okay. Vertraue niemandem. Und hüte dich besonders vor den Hexen im Buckelsumpf. Versuch, den Ort zu erreichen, wo wir zuletzt zusammen waren. Wir zuletzt zusammen waren. Das gibt nicht viel her. Verdammt. Ist wohl besser so, dass er keine deutlichere Nachricht hinterlassen hat. Die wilde Jagd ist hier eingebrochen. Bestimmt haben sie die Projektion gesehen. Sie haben alles durchsucht. Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie hier wohl alles dem Erdboden gleich gemacht. Aber das ändert nichts daran, dass wir nichts herausgefunden haben. Weder über den Elf, noch über Ciri. Na, immerhin wissen wir, dass sie sich gut kannten und zusammengereist sind. Ich frage mich, warum sie sich getrennt haben. Vielleicht war die wilde Jagd dem Elf auf den Fersen. Ciri wäre sicherer, wenn sie sich trennten. Sag mal, wir sind doch so eine Art Vater für die, ne? Der Elf ist tot. Die Hexen vom Buckelmoor. Buckelsumpf. Keira, wenn du mir was verschweigst. Aber ich habe nicht gesagt. Du kennst diese Hexen? Getroffen habe ich sie nie, aber von ihnen gelesen. In einem alten Manuskript, das ich in einer der Hütten gefunden habe. Darin wird erwähnt, dass die Dorfhexen sich bisweilen in den Buckelsumpf wagen, um zwischen den Dörflern und den Mumen zu verhandeln, den Herrinnen des Waldes. Die Mumen scheinen Fremden gegenüber nicht tolerant zu sein, aber sie helfen den Leuten vor Ort. Offenbar haben sie die Verbreitung der Krankheit in Velen verhindert. Was hältst du davon? Ich würde es liebend gern als Altweibermärchen abtun, aber... In den ersten beiden Wochen in Velen hatte ich schreckliche Albträume. Etwas hat mich in den Sumpf gerufen. Eines Nachts beschloss ich, den Traum bewusst aufzusuchen und ihn klar zu träumen. Ich konfrontierte das Ding direkt. Da brach es den Kontakt sofort ab. Seitdem schlafe ich friedlich. Warum hast du nicht früher was gesagt? Ich sagte doch, Ciri hatte eine Begegnung mit einer Hexe. Ich hatte keine Ahnung, dass du diese Hexen meintest. Hätte ich was gesagt, wärst du losgestürzt, um sie zu finden. Aber wir mussten zuerst sicherstellen, dass Ciri hier war, oder?
Jetzt erzähle ich dir natürlich alles. Jetzt, nachdem ich dich sicher durch die Höhle geführt habe? Ha, ich fasse es nicht, wie schlecht du von mir denkst. Vielleicht hast du was gegen Zauberinnen. Mhm. Woher das wohl kommen mag? Wie finde ich sie? Die Sümpfe sind riesig und gefährlich, aber angeblich zeigen die Mumen den Bauern, die sie aufsuchen wollen, den Weg. Das Manuskript erwähnt eine Kapelle im Buckelsumpf und von dort muss man dem süßen Pfad folgen. Süß? Ach richtig, in Kaer Morhen haben sie euch ja keine gute Nachtgeschichten erzählt. Als normaler Mensch weiß man, dass Hexen in Lebkuchenhäusern mit Hühnerbeinen wohnen. Das glaube ich erst, wenn ich es sehe. Nimm den Folianten und lies. Ich bin ziemlich sicher, dass du deine Zelda wiederfindest. Na gut, suchen wir doch erstmal einen Ausgang. Guter Einfall. Warum sind wir überhaupt hergekommen? Ein mysteriöser Magierkräuterkundler. Was ist das? Der Trank, den ich ihm gegeben habe. Er hat offenbar Verwendung dafür gefunden und ihn getrunken. Jo, wie gesagt, Leute, ne, wenn ihr mal Bock habt, irgendwie so eine Lesesession zu machen oder sowas, einfach mal mir schreiben in den Chat oder sonst was. Diese Notizen muss er selbst verbrannt haben. Die Jagd hätte sich die Mühe nicht gemacht. Also wusste er, dass sie nach ihm suchen. Dann können wir gerne mal alle Monster lesen, alle Bücher und so. Habe ich gar keine Probleme mit. Jo. Seltsam. Mein Medaillon vibriert, aber hier ist nichts. Was ist mit dieser Wand? Sie ist eine Illusion. Das habe ich auch gespürt. Mit solchen Sachen habe ich gerechnet. Darum habe ich dies mitgebracht. Was ist das? Das Auge von Nehaleni löst Illusionen auf. Recht einfach zu machen. Dies kannst du haben. Es dürfte noch nützlich werden. Und dann wirst du jedes Mal an mich denken. Oh, vögelt doch einfach, Alter. Ganz ehrlich. Einfach, nicht? Mal sehen, wohin der Durchgang führt. Ja, Moment. Hier ist etwas. Ich muss das aufsetzen. Ich muss schon wieder springen. Schwert wieder reparieren langsam. Interessant. Ach mein. Kämpfe ich auch gegen den Nebling, ist in Ordnung. Gerade so.
Bezweifle aber, dass das besser ist als unsere Hexerschwert. Doch. Okay, ich hab nicht gesagt. So, hier haben wir Chance auf Vergiften. Und hier haben wir nichts. Wir machen zwar 15 mehr Schaden, aber dieses Vergiften ist schon geil, muss ich sagen. Chance auf Betäuben, Chance auf Verbrennen, Chance auf Vergiften. Also wir könnten dann auch Runen reinmachen. Und Bluten rein craften. Na gut. Schade um mein Vipernschwert. Aber dann ist das so. Okay. Viele, viele neue Kleider. Scheuklappen. Nice. Ja, schön. Ein neues Schwert. Aber das Vibern-Schwert, das werde ich behalten. Spürst du das? Den frischen Luftzug von links? Da muss ein Ausgang sein. Gut, verschwinden wir von hier. Warte, da ist noch die magische Lampe. Die magische was jetzt? Lampe. Der Elf hat sie mir für meine Hilfe versprochen. Und da fraglich ist, ob er zurückkehrt, muss ich sie mir wohl selber holen. Wenn ich sie finde, heißt das, hilfst du mir? Ja, ich helfe. Wunderbar. Dann komm. Vella Glan! Hier finden wir bestimmt etwas. Hey, Stufe 7. Sieht aus wie ein weiteres verdammtes Rätsel. Geh doch mal durch, wenn ich so sehe. Hier, eine Inschrift. Zeig mal. Kannst du die Inschrift übersetzen? Ich habe vielleicht ein Drittel entziffert, aber es ergibt nicht viel Sinn. Gib mir einen Augenblick. Ich war nie gut in der Hochform der älteren Rede. Ich auch nicht. Na gut. Das ist vielleicht etwas wörtlich. Ich fürchte, die anspruchsvollen inneren Reime kriege ich nicht wiederholt. Übersetze es einfach sinngemäß. Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entfachte, wagte es nicht, am Ende zu gehen. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Klingt tatsächlich wie ein Rätsel. Na gut, mal sehen, ob wir das hinkriegen. Also, der hat ein Tier. Das heißt... Achso, der hat auch ein Tier. Wer spielt was? Der spielt was. Was passiert? Bewegung.
Hinter der Wand da. Okay, doch, war richtig. So, der, was war das? Der dritte, Wie lautet nochmal diese Inschrift? Vier Wächter, vier Flammen, stolz in einer Reihe. Der erste, der sein Feuer entflammte, wagte es nicht am Ende zu gehen. Ja. Der zweite, neben dem ersten, spielte eine triste Klage. Ja. Der dritte blieb dicht bei seinem treuen Tier. Ja. Der vierte ging nicht neben dem ersten, doch wie der zweite spielte auch er. Und so wachten sie über die Königin, die unterm Sternenhimmel ruhte. Ich bin so gut. Oh. Sieht aus wie ein Elfenheiligtum. Wessen Grab ist das? Was meinst du? Leider keine Inschrift. Jo, alles klar, Digi. Hm. Gute Nacht. Das Zeichen der Möwe. Wenn ich nicht wüsste, wo sie beerdigt wurde, würde ich denken, dass das hier Lara Dorns Grabstätte ist. Vielleicht ein Denkmal für sie. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Elfen ihrer auf diese Art gedenken. Hm. Heldin einer tragischen Legende für die einen, aber die meisten betrachten sie als Verräterin ihres Volkes, die für ihre Hochzeit mit Reginan von Loth die gerechte Strafe erhielt. Vielleicht ist der Elfenmagier sogar mit Lara verwandt. Das würde erklären, warum er Ciri hilft. Möglich. Suchst du die hier? Aha. Was kann man denn damit anfangen? Ich hoffe, dass ich sie aktivieren kann. Verschwinden wir von hier, okay? Hier nur die Lampe gekriegt. Gehen wir? Okay. Hier ist etwas. Wo ist das Artefakt, das Kate gegeben hat? Puh, endlich. Aber es war die Sache wert, oder? Jupp. Du hast schließlich etwas über Ciri erfahren. Etwas Wichtiges. Geht. Gehst du in den Buckelsumpf? Dann musst du mir später alles genau erzählen. Ich weiß nicht, ob sich die Gelegenheit dazu ergibt. Geralt, es gibt zwei Arten von Menschen. Diejenigen, die Gelegenheiten erkennen und ergreifen. Und diejenigen, die sich Gelegenheiten selbst schaffen. Ich habe dich immer zu Letzteren gezählt. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Also, besuchst du mich mal? Ich werde dich besuchen, ganz sicher. In diesem Fall werde ich warten. Bis dann, Kera. Also, eins muss man den Zauberinnen ja lassen, ne? Die haben schon Stil. Nein. Genau. So. Cool. Questmäßig, haben wir das mit der Hexe jetzt geschafft, hoffentlich. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen schon. So, jetzt haben wir das hier mit diesen komischen Mumen. Den Schrein zu finden, der am Anfang des Season Pfades markiert. Genau. Die Tochter, die ist in Ochsenfurt irgendwo. Hoffen wir zumindest. Werden wir das sehen? Und das mit den Untersucher alle verbleibenden Spuren bezieht sich auf das hier, glaube ich. So, noch die Einladung von Kera.
und Hanna. Sprich mit dem Dorfältesten von Mittelhain. Okay. Die Greifenschulenausrüstung könnten wir jetzt auch langsam angehen. Stufe 11. Mal gucken. Na, alles Schemas. Schemata. Der korrekte Plural von Schema ist doch nicht Schemas. Ist doch eigentlich Schemata, oder? Hört sich komisch an. Gut. Was machen wir? Gehen wir gleich zu Kera und vögeln die, oder? Triss müssen wir auch noch besuchen. Wir haben jetzt einiges zu tun, auf jeden Fall. Wir haben auch wieder 2 Punkte. Und einige Mutagene. So. Die nächste Stufe kriegen wir mit Stufe 8. Unser Viper-Silberschwert, ja. Ich würde noch einmal kurz meditieren. So. Ja, Schwalbe ist wieder aufgefüllt. Das ist gut. So, dann würde ich sagen, dann gucken wir erstmal, wo wir was verkaufen können. Wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, wir sind hier unten. Gut. Okay. Da oben war der Schmied. Bei denen können wir ja auch ordentlich verkaufen. Bei den Typis da. Dann gehen wir erstmal zu dem und, verkaufen unseren Plunder. Weil das können wir immer schlecht bei den Schmieden machen. Okay. So, eine Fragezeichen. Level 13. Den Geister haben wir jetzt getötet. Gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Leute.
wir mittags erscheinen. Die ist noch ein bisschen heftig. Keine Ahnung. Ist ja noch ein Fragezeichen. Kommen wir da jetzt hin? Doch noch so wie eine Höhle sein oder so. Sinnvoller wäre es, wenn ich dahin gehe. Da gibt es bestimmt einen Weg. Hat mein Pferd keinen Bock oder was?
Jetzt kommt Plötze auf. Hallo, beweg dich. Lauf, Plötze! Okay, ein Greif.